Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind hier im Quest Lord Kandrian und jetzt sollen wir hier den Ring bearbeiten, aber wir rechnen mit Widerstand und den Widerstand. Den Ring ablegen machen wir natürlich und da kommen sie schon. So, wann kommen die nächsten? Oder war es das jetzt schon? Ich dachte, jetzt kommen so mehrere Salven. Aber anscheinend doch nicht. Ist er jetzt... Den Ring nehmen. Ist er jetzt bearbeitet? Ja. Okay. Anscheinend hat das geklappt. Und hier ist auch nochmal eine Bandtruhe. Meint ihr, ich schaffe... Oh, dann soll die auch noch schwer sein. Nee. Nee, das mache ich nicht. Noch mehr Flüche muss nicht sein. So, wir gehen hier wieder zurück in das Dörflein und dann ist der Ring ja hoffentlich jetzt bearbeitet. Mal gucken, ist dann wahrscheinlich muss ich ihn halt ja dann zurückbringen, wenn ich das richtig verstanden. Ich habe zwar überhaupt keinen Bock da drauf, aber gehört wohl zum Quest dazu. Beeindruckend. Der Altar hat diesen Ring wirklich mit einem schweren Fluch belegt. Was soll ich mit dem Ring machen? Bringt ihn an seinen rechtmäßigen Platz zurück. Achtet darauf, dass ihr nicht gesehen werdet. Die Festungswachen sind äußerst wachsam, seit der Ring verschwunden ist. Oh nein. Wenn Indre Kandrian tot ist, wird Erion Rhaedarn gewiss zum neuen Lord ernannt. Er wird die Tuatha ein für allemal von unserer Küste vertreiben. Moment, sagtet ihr tot? Keine Sorge. Es wird schmerzlos sein. Nachdem er den Ring getragen hat und zu Bett geht, wird er einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen. Was dachtet ihr denn, was ihr tut? Ganz ehrlich, habt ihr je von einem Fluch gehört, der aus einem Feigling einen mutigen Mann formen kann? Das ist der einzige Weg. Oh, Kandrian ist so gut wie tot. Ich werde ihn nicht töten. Ich kann doch nicht einfach irgendeinen Mann töten. Kennen wir den eigentlich, den Kandrian? Ich werde den nicht töten. Nee, ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl bei der Sache, so. Ja, ich dachte jetzt auch, so ein Fluch oder so ist ja nicht schlimm, wenn er... Pff, ist er halt verflucht. Aber... Aber wir sind so kurz vor dem Ziel. Wir brauchen einen Lord, der die Kandrian-Wache in die Schlacht führt, anstatt sich in seiner Feste zu verstecken. Denkt darüber nach. Ich warte hier mit dem Ring, falls ihr es euch anders überlegt. Ja, ich weiß nicht. Erzähl mal was über ihn. Kandrian war einst die sicherste Region in ganz Eratel. Niemand hat es gewagt, sich mit der Kandrian-Wache anzulegen. Aber jetzt, wo die Tuatha an der gesamten Küste brandschatzen, macht die Wache nichts anderes, als Lord Kandrian zu beschützen, der sich in seiner Feste verkrochen hat. Aber vielleicht kann man mit dem ja mal reden. Vielleicht will er das alles ja gar nicht mehr und versteckt sich deswegen oder so. Die Feste liegt in der südöstlichen Ecke von Kandrian. Sie soll uneinnehmbar sein, wenn sie abgeriegelt ist. Aber ich habe Gerüchte gehört, man könne sich durch eine darunter liegende Höhle hineinschleichen. Warte mal, wegen Kandrian. Ich nehme mal den Ring jetzt und, oder hier nochmal. Indre Kandrian wurde kurz vor Beginn des Kristallkrieges zum Lord. Als die Tuatha angriffen, zog er sich in seine Feste zurück und weigerte sich, sie wieder zu verlassen. Er hat ganz Kandrian dem Tod überlassen, nur um sich und seinen kostbaren Familiennamen zu retten. Gib mir mal den Ring. Wir sagen mal, wir machen das, aber vielleicht können wir ja noch mit ihm reden oder so. Seid ihr bereit, die Sache zu Ende zu bringen? Kandrian ist so gut wie tot. Gut. Ihr müsst dieses Mal einen anderen Eingang finden. Seit eurem letzten Besuch wurde das Haupttor verriegelt und alle Besucher wurden ausgesperrt. Denkt daran, legt den Ring wieder dorthin zurück, wo ihr ihn gefunden habt, ohne dass es jemand bemerkt. Ja. Hoffentlich denkt Kandrian, dass er ihn übersehen hat. Wie töte ich Kandrian? Bringt den verfluchten Ring, achtet darauf, dass er lebt wohl. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, Indre Kandrian töten.
Naja, eigentlich, also natürlich halte ich diese Leute hier meistens für unschuldig, es sei denn, die sind wirklich irgendwie fies und intrigant, aber meistens sind sie ja unschuldig in solchen Dörfern. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl irgendwie und ich reise da jetzt mal hin, fühle mich natürlich überhaupt nicht toll. Ist es überhaupt gut, hier hin zu reisen, weil ich soll ja hier nicht lang, ich soll jetzt einen anderen Eingang nehmen. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich jetzt hier runter? Kann ich hier irgendwo runter? Jetzt soll ich nämlich da rein, wo ich das letzte Mal hergekommen bin, wo ich rausgekommen bin. Bestimmt aus dem Gewölbe und von unten da lang. Genau, und gehen wir jetzt hier, paddeln wir da rein. Bitte, können wir hier runter? Nö. Haha, okay. Das war wohl nix. Komme ich denn da hin? Ich glaube, ich muss von da hinten rüber. Pass mal auf, wir gehen hier über die Brücke. Und dann gehen wir da hinten rum und rüber. Können wir nicht auch hier einfach rüber? Ach, wir können doch hier einfach rüber, oder nicht? So. Genau. Und dann... Wir müssen halt irgendwie... Ja. Da vorne müsste es ja irgendwo mal... Genau, hier geht's ja runter. Irgendwo sind wir ja hier rausgekommen. Da, hier. Hier sind wir rausgekommen. Genau. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Eigentlich ist das so eine Sache, die ich jetzt euch gefragt hätte. Was würdet ihr tun? Aber da man den Quest ja nur so lösen kann... Es gibt ja gar keine Auswahlmöglichkeit in dem Sinne. Also entweder man macht's oder der Quest ist halt noch offen. Und das ist für mich dann immer so ein Ding, dass ich denke, ja, soll man wohl machen. Sonst würde ich es jetzt eigentlich ungern tun. Jetzt sind wir hier so voll die intrigante Schleicherin. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir waren ja schon hier, deswegen sind jetzt hier Gott sei Dank gerade gar keine Gegner. Dann können wir einfach durchlaufen, weil wir ja hier schon waren. Und dann dürfen wir jetzt hier hoch. So, jetzt gehen wir mal hoch. Und jetzt müssen wir schleichen, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Wir können ja, wir sehen ja, ob da einer ist. Und dann können wir immer noch in Schleichenmodus. Da ist zum Beispiel, genau, da sind jetzt Feinde. Die können wir ausschalten oder dürfen sie uns nicht sehen? Oder wie machen wir das jetzt? Der wandert hier rum, ne? Sie wandert. Kommt sie hier lang? Nee. Die haben uns nicht gesehen, hoffentlich. Scheiße, die haben uns gesehen. Wenn einer jetzt getötet ist, weil das ist jetzt nicht gut gelaufen, und stehen die anderen trotzdem noch da hinten. Das heißt, wir können uns auch, wenn es gar nicht geht, durchkämpfen anscheinend. So, ich laufe mal hier schnell vorbei. Und das Rote Kreuz irritiert mich die ganze Zeit hier von meiner Wegpunkt löschen, genau. So, und dann machen wir mal das dahin. Hier sollen wir nämlich hin. So, jetzt ist das Rote Kreuz auch mal richtig. Oh, da ist jetzt aber gleich jemand. Derjenige läuft da lang, okay. Und hat mich noch nicht entdeckt. Wir nehmen mal andere Waffen, dann könnten wir die von hinten auch erdolchen. Möglicherweise. Wenn wir Glück haben. Ich denke mal, die wird eine... Ja, die kommt jetzt zurück. Das ist nämlich die Scheiße. So. Kann ich denn mal hin? Damit die mich nicht sieht. Weil die kommt ja hier immer lang. Hier hinten, hinter dem Pfeiler gehen wir mal. Und die kommt ja hier lang. Die hätte ich lieber von hinten erdolcht. Ah, du nervst mich hier mit deinem Kram. Okay. Die ist weg.
Das war's. Und dann auch noch Gold geplündert, fies wie wir sind. Ist hier irgendwas? Nö. So, da sind ganz viele Wachen. Wie kommen wir denn an denen mal vorbei? Oder können wir auch da lang gehen? Wo es ein bisschen geschickter vielleicht wäre. Weiß ich nicht, ob das geht. Da hinten stehen sie alle. Ach, die verteilen sich aber auch so ein bisschen. Aha. Ich weiß nicht, ob das klappt. schwierig. Wenn ich jetzt hier runtergehe, glaube ich, dann sehen die mich doch, oder? Ich werde mal hier speichern einfach. Haha. ich bin ja nicht so gut hier im... also ich mache das total gern mit dem Schleichen, aber oft klappt es ja doch nicht. Weil ich nicht weiß, wie ich so will. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Die haben mich nicht gesehen. Okay. Jawohl. Okay, da ist noch jemand. Aber der steht nie mit dem Rücken zu uns. Kriege ich das denn mal hin? Ich nehme mal wieder meine anderen Waffen. Meine Alexis-Dolche. Hilfe. Wir machen das mal so. Schön am Rand entlang. Und dann geht er, genau, jetzt gehen wir mal hier lang. Geschafft. Geschafft. Sehr gut. Okay, jetzt soll der wieder zurückgepackt werden und das war doch hier, oder? Ja. Prima. Der ist jetzt also wieder weg. So. Aber jetzt müssen wir auch wieder heimlich raus. Das ist die Schwierigkeit. Jetzt kommt er genau zu uns. Und jetzt warten wir, bis er sich wieder umdreht. Jetzt können wir wieder... Dreht er nämlich nach rechts um. Bitte seh mich nicht. Okay. So, jetzt müssen wir auch an denen wieder vorbei. Hier, die Meute. Die, die tot sind oben, ja. Irgendwann werden die ja wohl gefunden werden, aber ich, ja, ist dann so. Bewegen die sich da oben eigentlich auch oder bleiben die da stehen? Ich sehe das von hier nicht so. Okay, ich mach's mal einfach wieder. Ich guck am besten gar nicht nach rechts. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Okay. Die rechts sind vorbei. Der da geht weg. Sie geht weg. Dann sollte ich mich vielleicht mal langsam beeilen. Schnell, schnell. Okay. Vorbei. Also hier ist gerade keiner mehr. Weil wir die getötet hatten. Hier sehe ich auch niemanden. Oh, oh. Warum sind da so viele auf einmal? Und genau da soll ich hin? Warum muss ich da hin, wo so viele sind? Hier kommen ganz viele rum. Scheiße. Was mache ich jetzt? Das kann man bestimmt geschickt lösen. Ja. Sie geht hier jetzt rum. Aber sie kommt direkt auf mich zu. Scheiße, sie kommt, ne? Scheiße. Da hatte ich nicht genug Geduld. Ich hatte einfach nicht genug Geduld. Ich hätte noch mal warten sollen, wie sie geht. Und das habe ich nicht getan. Naja. Wie soll ich das mit denen jetzt schaffen? Die stehen doch hier direkt und ich soll gerade auslaufen. Gibt's keinen anderen Weg? Muss ich jetzt hier durch? Oh ja, klar, wenn ich die aber töte, dann geht's doch auch, ne? Ich meine, anscheinend ist das ja egal. Dann kann ich ja auch hier meine anderen Waffen wieder nehmen.
Weil die bleiben da ja wie angewurzelt stehen. Das bringt doch nichts. Die sehen mich doch. Genau da soll ich doch lang. Ja, das wird nichts. Tut mir leid, Leute. Und ich mache das überhaupt nicht gerne hier gerade. Also ich mag dieses Schleichen und hahaha und aufpassen, wie die Leute gehen. Das finde ich total spannend und cool. Aber... Bleib stehen! Ja, ich komme ja auch gerade von hier raus. Es ist so sinnlos, dass ich hier rauskomme. Jetzt haben sie mich doch gesehen. Jetzt werde ich doch bestimmt gejagt oder so. Ich mag das Gefühl nicht, dass ich halt jemanden Unschuldigen jetzt irgendwie erdrosselt habe. Denn wenn er den Ring jetzt nimmt, dann war es das wahrscheinlich natürlich. Aber wir sollen das ja hier machen. Das ist es halt. Wir sollen es machen. Und von daher denke ich mir immer, machen wir es. Sonst würde man doch so einen Quest nicht kriegen. Seid gegrüßt, Wanderin. Ah, da seid ihr ja. Habt ihr es schon gehört? Nee. Der arme alte Lord Kandrian ist sanft entschlafen. Sehr traurig. Ja. Es dürfte euch interessieren, dass Aerion Rhaedarn der neue Lord Kandrian ist. Das gehört euch, will ich meinen. Ziemlich sorglos von euch, es zurückzulassen. Aber ich hoffe, wir können wieder einmal zusammenarbeiten. Ich fühle mich blöd. Ich hätte lieber mit dem Lord mal geredet. Ich hätte nicht, also das weiß ich nicht. Hätte es irgendwie eine Möglichkeit gegeben, mit dem zu reden? Ich weiß es nicht. Blöd gelaufen irgendwie. Nun ja, ich bin nur ein bescheidener Agens des Wandels. Darum bemüht, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Normalerweise bin ich auch immer recht rechtschaffend, das wisst ihr ja. Dann war das eben mal eine Sache, wo wir mal einmal fies waren, weil ich das so selten mache, weil ich sehe das jetzt einfach mal so, dass wir einmal eben fies waren und was Blödes gemacht haben. Und einfach mal so jemanden getötet haben. Ja, stolz bin ich überhaupt nicht da drauf, aber dann ist das so, ne? So, was können wir denn noch machen als nächstes? Belebung der Toten, Grab von Aso Remund finden. Die Leute suchen das Grab eines bekannten Varani-Händlers namens Aso Remund. Sie sagen, dass er mit den zahllosen Juwelen beerdigt wurde, die er im Laufe seines Lebens zusammengetragen hatte. Ah ja. Ich grüße euch. Ja, ich glaube, ihr würdet mich alle nicht grüßen, wenn ihr wüsstet, was ich hier so gerade gemacht habe. Echt scheiße. Und was meinte er denn mit, was ich zurückgelassen habe? Das habe ich gerade auch nicht verstanden. Oh, hier gibt's aber eine Menge zu sammeln. Dann können wir vielleicht was anderes machen, was ein bisschen schneller geht. Hier. Oder das. Oh, hier muss ich aber überall, Leute. Nach dem Stab der Pfähle suchen. Ja. Serabel und Arik sind nach Jahren in der Fremde auf ihren Hof zurückgekehrt, können diesen jedoch ohne die Hilfe des Stabs der Pfähle nicht wieder aufbauen. Der Stab ist vermutlich in der feinen Höhle Adarus verborgen. Das machen wir jetzt mal, weil das andere ist gerade ein bisschen viel. Und ich bin damals hier auch hingelaufen, weil das waren ja so Quests, die ich auch mal offline... Im Moment mache ich ja alles mit euch eigentlich. Warte mal, bevor sie hier reingelaufen, da war nämlich eine, die stand hier und hat dann gesagt, ja, aber das will ich nicht, dass du das machst und ne. Und das ist mir aber egal, weil es sind ganz liebe Leute auf so einem Bauernhof, die halt wirklich ihr Land nicht aufbauen können. Die sind da hingezogen, wollen einfach nur rumackern und brauchen aber diesen Stab, deswegen... Pfeife ich darauf, was die eine da sagt und werde jetzt mich mal auf den Weg hier machen nach dem Stab, um mal zu vergessen, was ich gerade eben getan habe in der Feste. Ich habe hier den armen Lord umgebrannt. Jetzt ist das ein neuer. Bringt das irgendwas? Dass der andere Lord jetzt regiert, ist damit die Geschichte beeinflusst worden auf negative Art? Kann ich hier jemanden töten? Ja. Alles klar, Leute. So. Der Stab, der Stab, der Stab. Wo ist er denn?
wir laufen mal hier weiter. Wir sind ja wieder in diesen wundersamen Zauberhöhlen, wo es natürlich immer fantastisch irgendwie ist mit diesen Blumen und dem Gesurre und total toll. So, die kommen jetzt bestimmt eh auf mich zu. Ihr werdet aber leider sterben. Oh, wer bist du denn? Elfenfrost-Champion-Ding. Ja. Aber auch du wirst sterben müssen, mein Lieber. Denn du bist nicht stärker als ich, soweit ich weiß. Und von daher laufen wir immer weiter, weiter, weiter hier. Die Kisten ignoriere ich mal geschickt und gekonnt. Und dann hoffen wir mal, dass er da vorne wird das wohl sein. Ach, ein Borker. Ach du Borker, du Mistvieh. Du Facker, du Mann. Kein Bock auf dich. Echt jetzt. Stirb jetzt. Wir müssen sowieso mal ein bisschen mehr hier unsere Energie einsetzen. Mache ich viel zu selten. So. Weg mit ihm. Muss ich das verstehen, warum auf einmal immer Maus kommt und Leertaste und so ein Blödsinn? Ich spiele mit Gamepad, Leute. Ich benutze die Maus nicht. Wie soll ich da so schnell hinkommen? Bescheuert, echt. Ja, ist mir egal. Was soll denn das? Warum kommt denn das hier mit der Maus? Das ist doch voll quatschi. Matschi. Hier, das ist nicht besser. Das ist doof. Gamaschen des Kühnen. 70. Sie sind natürlich auch gut hier. Aber nicht besser als das, finde ich. Die packe ich mal wieder weg. So, und dann gehen wir in den Plunder und entsorgen wieder so ein bisschen was. Ja, komm. Und dann können wir das auch nehmen. Und dann können wir uns den Stab hoffentlich jetzt mal holen. Wo ist er denn? Ach, wir müssen hier irgendwie hoch oder runter, ne? Können wir hier hoch? Hoch. Da. Ha. Da ist er doch. So, der Stab Serabel oder Greim geben. Serabel oder Greim. Okay. Hm? Was haben wir noch in den Kisten? Wenn ich schon mal hier bin. Eine trübe... Ja, komm. Gift ist immer gar nicht schlecht. Giftgem kann man immer ganz gut kombinieren zu irgendwelchen Lebensgeschichten und so. Wo geht's jetzt lang? Hier? Nee, hier war ich ja gerade. Hä? Ich bin verwirrt. Komme ich hier zurück? Hier. Immer geradeaus. Schade, dass es gerade keinen schnelleren Weg gibt. Dann müsste ich hier nicht herumlaufen. Ach ja. Mit dieser mystischen Musik im Hintergrund haben wir den Stab geholt. Und soll ihn Graham wiedergeben. Okay. So. Dann hier nochmal reinluschern. Oh, auch noch Scherben. Ja, die Scherben können wir auch mittlerweile aufwerten. Wenn ich denn dann meinen Gem-Kram noch erweitern sollte, dann werde ich natürlich noch besser da drin. Dann kann ich noch hochwertigere machen. Und man bekommt sogar auch eine Steam-Errungenschaft für eine... für eine epische Gemme. Wer wartet denn da auf mich? Das war der, den ich am Anfang nicht getötet habe, ne? Der war in der Ecke. Genau. Und hier ist irgendwo ein Stein. Nee, hier ist was zum Bannen. Nee, nee, nee. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, irgendwas zu bannen. Wahrscheinlich habe ich durch all die Bannengeschichten, die ich nicht gemacht habe, auch ganz viel immer übersehen an tollen Sachen. Aber das, ja, das ist halt, das ist doof. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Graham oder Tier. Ich will hier hin. Das machen wir jetzt auch nochmal eben schnell, auch wenn ich weiß, dass der Part gerade schon wieder ein bisschen länger geworden ist. Hier treibt sich ein Feier rum. Wir sollten uns lieber nicht in die Ebenen hinauswagen. Ja, jetzt. Komm. Wo ist denn jetzt hier? Ach, hier. Nee, aber ihr will ich das doch gar nicht geben.
Seid gegrüßt, nee, genau, Schwester. Das ist nämlich die, die meinte, sie will den Stab haben. Ich will aber nicht, dass sie den kriegt. Auf keinen Fall will ich, dass sie den kriegt. Ich will das Grem geben. Und dafür muss ich dann wohl da wieder hinrennen, ne? Ja, muss ich. Dann machen wir das im nächsten Part, dann gebe ich ihr den wieder, weil ihr will ich den nicht geben. Sie wollte den nämlich haben. Aber die anderen wollen ja nur den Acker aufbauen und das will sie halt nicht zulassen. Und das finde ich halt voll blöd und deswegen gebe ich denen was den anderen. Wir ohne Priesterin Corelon nur machen? Oh ja, sie ist ja so toll. Ein weiterer herrlicher Tag. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.